oh nein. Bäh. Oh mein Gott. Dann stehe ich ja komplett nackt da. Oh. Zieh, zieh, bäh. Da. Das ist ein Schamhaar. Vorsichtig, Kacke. Was ist das, Alter? Was wir jetzt machen ist, wir gucken uns Produkte an, die man so im Internet kaufen kann, die ein bisschen weird sind. Das erste Produkt, was wir hier haben, ist ein Kinderbuch und heißt Do You Want to Play with My Balls? Oh mein Gott. Möchtest Willst du mit meinen Bällen spielen? Sehr strong. Es ist ein gutes Kinderbuch. Man merkt auch bei dem Kinderbuch, dass es mit viel Liebe geschrieben ist. Do you want to play with my balls? Ja, man merkt, die haben da viel Spaß mit ihren Balls. Meine Bälle sind so groß. Sie passen sogar in meinen Mund. Oh mein Gott. Niemals. Das ist doch ein Joke. Wer hat das geschrieben? Das ist doch ein Joke. Das ist doch kein richtiges Kinderbuch. Bananenschneider. Was ist das? Ja, damit würde ich was anderes schnetzeln, du. Aua, Gnu, aua. Ja, also, ich wollte ihn schon immer mal ein Scheibchen sehen. Das ist was ganz Harmloses. Aber Lisa, die das vorbereitet hat, die denkt immer an Schwänze. Das ist so ihr Problem. Deswegen, die ist auch nicht so produktiv im Office manchmal, weil die einfach ständig immer an Pisse denkt. Weißt du, das ist für die schon ein weirdes Amazon-Ding, weil sie denkt, ah, was wäre denn, wenn ein Penis wäre? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das hier ist eine Bartschneider-Rasierschablone. Für den perfekten Kinnbart. Ja, vor allem, das sieht ja auch auf dem Bild total bescheuert aus. Man beißt da dann rein. Oh mein Gott. Das sieht auch nicht mal gut aus. Das ist doch voll hingefotoshoppt. Selbst auf dem Bild sieht das nicht gut aus. Zu genau. Und kein Bart soll doch so akkurat gezeichnet sein. Also für den Kinderbereich würde ich das vielleicht nehmen. Wie die das sich auseinandernehmen, als wäre das so Raketentechnologie. Ja, aber echt. Es gibt auch Leute, die machen da so eine Wissenschaft draus, wenn es um das Drücken vom Abo-Knopf geht. Dabei drückt man ihn ja nur. Oh mein Gott. Also das möchte ich bitte auch haben. Ich benutze es für den Intimbereich. Du benutzt das für den Intimbereich? Ja, stell mal vor, so einen gerippten, feinen Intimbereich. Also wenn du das jetzt so benutzen würdest, weil ich meine, hier, er beißt da ja drauf sozusagen. Ja, ich brauche nicht reinbeißen. Ja, und das Ding ist, dann hast du doch auf der rechten Seite unglaublich wenig und auf der linken Seite unglaublich viel. Ach so, jetzt betrachtest du das von einer anderen Perspektive. Ich verstehe. Vielleicht will ich das ja. Dass am einen Bein so ein bisschen mehr wuchert als am anderen. Weiß man nicht, weiß man nicht. Vielleicht bist du damit Trendsetter. Vielleicht löst du damit einen neuen Trend aus, der so bis 2070 hält. Nehmt euch die Bartschablone, Leute. Kann man auch einfach mal an verschiedenen Orten am Körper ansetzen und sagen, so sind da jetzt die Haare. Das hier ist ein Cheeto. In der das Form. Haar daneben noch, siehst du es oben links, so das Haar, da unten, runter. Bäh, das ist ein Schamhaar, siehst du, das ist ein Schamhaar. Ja. Das ist so safe ein Schamhaar. $750, nein. Ja, ich dann kaufe ich das recht. Dann nochmal $50 oben drauf, bitte. Jetzt richtig rein, richtig investieren auch, Gnu. Genau jetzt investieren. Genau jetzt investieren, du musst auch believen. Ja, oder da oben gibt es ja auch noch was, das Big Bird, was? Street-Dingsdang? Was ist das Ekliges? Das ist super rare für $200. Warum? Was soll das aussehen? Sieht aus wie ein Glied. Also ich sehe ein bisschen Glied. Ich sehe so ein Ticken Glied da drin. Wenn ich sozusagen unter jemandem liegen würde, dann wären das hier oben wären die Hoden. Und das ist das Glied und da unten siehst du die Achsel, aber von unten. Ja, 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 ich verstehe, ja. Du checkst, was ich meine, ne? Ja, also wieso, ja. Ich liege so auf dem Boden und jemand kommt von da dann an und ich gucke so hoch. So, dann sehe ich das. Dann sehe ich das. Oh mein Gott, ey. Wenn ich so im Freibad chille und einfach so, weißt du, so auf der Wiese liege und so total am Entspannen bin. Und dann machst du die Augen auf und dann kommt Trimax so von hinten und stellt sich so über mich. Dann sehe ich genau das. Dann sehe ich genau. Geil. Junge, 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 Junge. Okay, das als nächstes haben wir. Was? Dr. Johnson Good Head Deep Throat Spray. Deep Throat Spray? Hä? Soll es damit besser gehen oder was? Hä? Und was macht das? Macht wahrscheinlich einfach nur einen guten Atem, aber der Titel ist wahrscheinlich so okay. Oder ist es doch für was anderes? Okay, warte, wir gucken mal. Take the job out of Blowjob. Also es geht wirklich um einen Blowjob. Das, oh mein Gott, das ist ein Spray, was dich betäubt hinten im Rachenraum, damit du besser deep drücken kannst. Boah, das ist aber heftig.
Holy shit. Oh mein Gott. Also das ist ja echt brutal. Aber Leute finden das gut. 100% Käuferzufriedenheit. Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil die alle tot sind und nicht mehr erschreiben können. Ja, oder weil sie den besten Thought seitdem geben. Kannst du dir auch so rumdenken? Nein, wieso? Das kann nicht sein. Uff, Alter. Jetzt kommt die nächste Sache. Wieder ein Amazon-Produkt. Oha. Das habe ich sogar. Das hast du? Ja, ich habe mir Mustache gekauft. Und hast du sie schon getragen? Ich habe sie auch getragen. Oh. Na, ich habe das Paket gekauft. Ich bin eine dieser Käufer. Weißt du, was mir, glaube ich, stehen würde? Der rote? Keiner. Ich glaube, mir wird keiner stehen. Ich wette dagegen. Gucken wir uns mal die Rezensionen an. Ich nutze diese Schnurrbärte, um heimlich in den zu gehen. Oha. Bis jetzt haben mich weder mein Mathelehrer noch mein Onkel, die dieses Etablissement ebenfalls häufig frequentieren, erkannt. Geil, Alter. So. Was ist das, Alter? Come on, das ist doch einfach nur noch cursed. Das ist doch einfach nur noch cursed. Was soll das? Oh Gott, ein Kissen oder wie? Ja, es ist ein Kissen zum Üben, wie man küsst. Oh Gott, ich glaube, da haben andere schon andere Sachen mit probiert. Oh mein Gott, Alter. Zum Beispiel füttern. Für meine Tochter schreibt hier jemanden. Boah. Alter, ich würde das nicht meiner Tochter schenken. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ein Urinella für Frauen. Oh, ich habe davon schon öfter gehört. Scheinbar ist es so, du klemmst dir das zwischen die Beine und dann pinkelst du halt gezielt raus. Gerade so für unangenehme Situationen, wo du dich nicht auf ein ekliges Klo setzen willst oder wo du halt sagst, ey, es ist Stau, ich muss irgendwo hin, dass du dich nicht als Frau so hinstellen musst. Die Sache ist, bei einem Urinella, wenn ich jetzt in einem Stau bin, ich steige aus, dann muss ich, um dieses Teil zu verwenden, meine Hose ja komplett runterziehen. Dann stehe ich ja komplett nackt da. Also voll umständlich. Das stimmt. Hocke ich mich doch lieber hin, als anstatt zu stehen, jeder sieht meinen nackten Ass. So kann ich wenigstens noch mich hinsetzen und irgendwas drüber hängen und sagen, vorsichtig, Kacke! Und vor allem, wie transportierst du das? Nimmst du dann wieder mit in deine Handtasche oder schmeißt du das weg? So, das ist ja dann voller Pipi. Nee, du tust es dann für den nächsten Alkeimer verwenden. Hey, ich hab hier noch was. Also ich bin jetzt keine Frau, aber ich fände es, glaube ich, unangenehm, das zu benutzen. Ich stelle es mir auch sehr unangenehm vor. Schade, Alter. Die Idee ist grundsätzlich erstmal gut, aber ich glaube, praktikabel ist es nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Unangenehm. Okay, wir haben noch eins. Was hältst du hiervon? Das ist ein süß, Hunderegenschirm. Hund. Das ist süß. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass der Hund sich da wahrscheinlich irgendwie die Augen aussticht ab einer gewissen Größe, oder? Wenn du dann die Leine zu weit nach vorne hältst und dann piekst er sich da voll die Augen aus. Nein, das ist, nein. Easy. Aber es ist so unnötig, weil als ob ein Hund nicht damit klarkommt, nass zu werden. Ja, und wenn eine starke Windböe kommt, dann ist der Hund. Dann fliegt der Hund einfach. I believe I can fly. Also ich finde es cool, aber ich glaube, es ist sehr ätzend. Weil der Hund schwänzelt ja aus, muss die perfekte Größe haben, es darf nicht vorne in den Augen pieksen. Die Leine sieht das nicht ganz richtig aus, ne? Ja, die Leine hängt ja auch voll in der Luft. Die ist ja gar nicht drin, die Leine, siehst du? Die Leine ist einfach weggefotoshoppt. Die Leine ist hingefotoshoppt. Es wurde noch nie getestet. Vor allem, der Schirm würde ja links und rechts auch mit jedem Step lommeln. Das ist ja das, wenn der Hund läuft, der ist ja nicht statisch. Das ist einfach so kompletter Photoshop-Fail, Leute. Voll der Photoshop-Fail einfach nur. Alter, sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Oh, was ist denn das Ekelhaftes? Oh nein. Bäh. Oh mein Gott. Bäh. Muss ich meine... Bäh, Alter, bitte nicht. Doch, ich will's haben. Das willst du haben? Ich würde es anziehen, glaube ich, ja. Bäh, warum denn? Ey, das ist nicht normal. Ich müsste dann tatsächlich gleich düsen, Rezo. Stimmt, du bist ja verabredet. Ey, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Danke. Dann okay. Dir noch einen schönen Abend und bis bald. Ja, auch. Tschüss.